Moin zusammen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch mal mitnehmen, wie wir diesen Fußboden, das alte Kork, rausmachen und dafür Parkett legen. Ja, erstmal fangen wir an mit einer kleinen Timelapse, weil ich glaube, das Rausreißen ist nicht so spannend. Und dann gehen wir mal ins Detail, wie ich das verlege. Ja, nach dem Intro geht's los und viel Spaß. So, das ging schnell. Der Fußboden ist schon mal raus, aber jetzt geht es darum, hier zum Beispiel, diese Wand ist eine Trockenbauwand. Die wurde über den alten Fußbodenbelag hinweggelegt. Heißt, das dürfen wir jetzt tun. Schön das Multitool raustun und schön an der Wand längs legen. Das machen wir erstmal schnell, damit wir dann gleich anfangen können, das alles wieder schön zu machen. So, und hier sind wir dann der Herausforderung. Und zwar hier ist das hier durchgelegt durch zwei Räume. Und ich werde jetzt einmal mit dem Multitool genau da, wo die Tür quasi schließt, gerade mir eine Linie ziehen. Und dann werde ich da auch mit dem Multitool ganz vorsichtig das einmal kappen, damit wir hier nachher einen schönen Übergang haben. Ist der Untergrund vorbereitet, Staub gesaugt, nur die Kabel liegen noch rum, aber die ganze Haustechnik, ich ziehe den Stecker nicht, weil das kriegt man nie wieder zusammen. Sortieren muss man das irgendwann, aber ansonsten bleibt es immer so. Wie gesagt, Staub gesaugt ist, jetzt geht es darum, die Unterlage, also den Trittschall auszubringen. Der wird hier mit so einer Lasche aneinander geklebt, immer im Gegensatz der Verlegerichtung des Parketts in dem Fall. Also wir verlegen jetzt den Untergrund so und das Parkett so. Wir fangen einfach mal an und machen mal wieder eine Timelapse. Und ihr seht, wie schnell das geht. Jetzt sind jetzt nur noch so ein paar Ecken, einmal hier an der Kante. Da muss ich jetzt quasi hier, ihr seht das schon, wenn man hier guckt, 1, 2, 3, oh, 1, 2, 3, 4 und ein bisschen Kästchen, die steige ich hier da einfach runter. Und meine Frau macht gerade noch diese Ecke, sag mal hallo. Hallo. Ich kann in den Spiegel reden. Ach, Spiegel, das hat verkauft. Und das Kind ärgert uns auch. Ja, ansonsten geht es jetzt hier noch an die Kante zu machen. Also hör mal kurz auf, bitte. Na, hier noch eine kleine Kante zu machen. Und dann sind wir hier schon fertig. Und jetzt hier, der Jedi-Ritter. Ah! Naja, ich verstecke mich mal vor dem Jedi-Ritter und mache hier weiter. Ah! So, nun ist die ganze Unterlage fertig. Ihr seht, ein bisschen hier gestückelt am Rand, aber da hier sowieso nachher der Tisch hinkommt, der Schreibtisch, ist das eigentlich völlig egal, weil da kommt nie jemand wieder dran. Jetzt fangen wir an, da an der Treppe anzulegen und machen uns dann immer so die Bahnen. Und wichtig ist, dass ihr bei der Auswahl von dem Parkett immer darauf achtet, aus unterschiedlichen Paketen gleichzeitig zu nehmen. Ich habe jetzt hier drei Pakete offen, 1, 2, 3. Und nehmen jetzt immer abwechselnd ein Brett aus jedem Paket, damit es Farbunterschiede direkt ausgeglichen werden. Ja, wir legen mal los, ne? So, legen wir jetzt ein Brettchen hier hin. Und
Ja, viel müssen wir gar nicht mehr tun. Ich werde jetzt hier einen kleinen Aufstand machen, dass wir unter die Fußleiste kommen. Und hier auf der linken Seite die Feder abmachen, damit wir auch da direkt an die Kante kommen. Oder ich überlege gerade, ob es vielleicht Sinn macht, mit einem Reststück Holz zu beginnen oder sogar in der Ecke zu beginnen. Mal gucken. Ja, und jetzt auch gleich am ersten Brett schon die ersten Herausforderungen, weil ihr seht es, da ist Wand- und Treppenvorsprung ordentlich versetzt. Heißt, das erste Brett geht gleich zu sägen und da müssen wir auch gleich nochmal rein. Dann jetzt das letzte kleine Stück einmal ausmessen, dann da einmal die Kante reinsägen und dann haben wir die erste Reihe gelegt und dann geht es eigentlich zack, zack. So, die erste Reihe liegt, die zweite geht gleich wieder zu sägen. Es ist natürlich auch wichtig, jetzt wirklich rechts anzufangen in der Ecke, weil da ist die Nut, nicht die Feder, sondern die Nut. Und ja, einfach jetzt wirklich von rechts nach links legen. Die Kinder und Frau laufen hier mal rum. Nicht stören. Und ja, und ich mache einfach weiter. Ich mache hier wieder einen Zeitraffer, weil ich glaube, jedes einzelne Brett muss ich nicht euch zeigen. Fertig. Ich zeige euch jetzt mal das Endergebnis. Richtig geil geworden. Aber wir haben schon eingeräumt. Die Kamera ist leider ausgegangen. Aber da müssen wir jetzt mit um. Fußleisten auch wieder dran. Da haben wir einfach die genommen, die vorher schon lagen, weil die natürlich passen von den Stücken. Und die haben wir natürlich vorher nur provisorisch hingelegt, weil wir wussten, dass wir das noch ändern wollen. Das Einzige, was so fehlt, sind jetzt noch diese Übergangsleisten an den Türen. Und das war's eigentlich. Ich zeige euch es einfach mal. Ja, und das ist das Endergebnis. Das war vorher der Boden. Das ist ja noch im Schlafzimmer, ist immer noch Kork. Da fehlt jetzt natürlich hier noch die Übergangsleiste. Da sieht man, ne? Ich habe extra den Spalt relativ klein gemacht, damit man da schnell was machen kann. Da so die Ecken, die werde ich auch noch mit Acryl füllen. Aber das habe ich leider nicht mehr, weil ihr wisst ja, Corona lässt es nicht so, dass man sich alles schnell besorgt. So, hier kommt jetzt, wie gesagt, auf die Regale noch eine ganz große Bauholzplatte, die bin ich noch am Bauen. Das Video folgt hier auch auf meinem Kanal. Ansonsten wird das unser neues Büro und da wird, wie gesagt, die Schaltzentrale von meinem Kanal. Da kommt ein großer Computer hin und ich denke mal, wir werden noch von da ab und zu mal streamen, vielleicht mal so ein bisschen Reaction-Videos drehen. Ja, und so sieht jetzt der Fußboden aus. Ist doch viel geiler als Kork, oder? Nochmal hier kommt immer der Vergleich. Kork zu Eichenholz. Ist schon ein geiler Unterschied, oder? Was meint ihr? Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr den Vorher-Nachher-Effekt findet. Ja, und hier ist ja das Badezimmer, hier sind ja die Fliesen. Ne? Und dieses ganze Stück, ich zeige es mal mit dem Fuß ab, war voll komplett verschimmelt. Haben wir natürlich sauber gemacht und jetzt ist der Schimmel weg und somit auch ein schöner neuer Fußboden. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde sagen, das reicht für heute. So, ich gehe jetzt aufs Sofa. Das war wirklich anstrengend. Mal kurz so an einem einzigen Tag ist alles fertig gemacht. Ja, und was soll ich sagen? Jeden Samstag hier um 8 Uhr ein Video. Schalte wieder ein. Nächste Woche geht's weiter. So, jetzt aber schönes Wochenende, geht nach draußen. Das Wetter ist toll. Haut rein.